sie gehört, sind komplett schwarz, kannst du die sich echt sehen lassen, finde ich. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spot. Wir üben heute ein bisschen Handscrapes. Ich habe es ja schon im Videotitel geschrieben. Ich hoffe mal, ich schaffe sie. Das werdet ihr dann im Titelbild sehen, ansonsten wird es uns ein ganz normaler Stuntsport-Vlog. Der Bathrider ist auch wieder dabei, der fährt schon hier unten. Und diesmal ist noch der Timo dabei mit seiner 530 in komplett schwarz. Die zeige ich euch dann mal, die sieht echt geil aus. Ja, ich habe die jetzt schon kurz vorne laufen lassen, mach die gleich nochmal an, damit die Kupplung auch normal ist und so weiter und gut trennt. Und dann geht's los und ich zeige euch dann mal ein bisschen GoPro-Footage, denn ich weiß noch nicht so genau, ob ich es wirklich schaffen werde. Ich werde es auf jeden Fall probieren. Ich war ja letztes Mal schon nah dran zu Instagram-Fotos, beziehungsweise haben wir so 20 cm gefehlt, aber ich habe eben länger einschlagen noch nicht gekonnt. Und das ist das, was ich jetzt noch probieren werde. Es werden wahrscheinlich die letzten 20 cm sein, die mir noch fehlen. Und dann wird es auch schon klappen mit den Handschleifern. So Leute, jetzt gibt es hier die 530 vom Timo. Einmal neu aufgebaut, nach einem Italien-Wheelie-Fail war das Ding ganz schön ranzig. Und jetzt sind komplett schwarz, kannst du die sich echt sehen lassen, finde ich. Sieht richtig geil aus, was ich finde fast, dass das Orange hier noch vom Fender fast noch weggehört. Und den Rest sieht es echt richtig geil aus. Ich würde nur noch die Gabel hier vorne noch schwarz machen, den Auspuff noch und dann wäre es echt perfekt. Ich war oft unentschlossen, ich habe es auch oft mit meinem Kumpel drüber gehabt, ob schwarz, komplett schwarz wirklich geil aussieht. Dadurch, dass eine 530 eh einen komplett schwarzen Tank hat, sieht das echt geil aus. Bloß die Front finde ich jetzt nicht ganz so cool. Da fände ich jetzt irgendwie fast, glaube ich, die neuere irgendwie schöner. Aber das ist Geschmackssache. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Handschleifen probiert. Ich denke, ich schnalle jetzt einfach mal die GoPro ran und lasse sie einfach mitlaufen. Ich weiß, das noch 100 Mal probieren. Und wenn ich es immer noch nicht verkackt habe, immer noch nicht geschafft habe, dann ist es halt immer so. Aber ich würde es echt gern schaffen. Aber wir haben nur noch so rund eine Dreiviertelstunde, dann ist es glaube ich dunkel. Leider. So Leute, los geht's mit der GoPro. Ich habe gerade noch ein paar gute Versuche, die ich gemacht habe. Aber geklappt hat es immer noch nicht. Ich werde jetzt mal 1000 Versuche sehen, die ich jetzt machen werde. Ich war jetzt schon ein paar Mal genau an diesem Punkt, dann würde ich sagen muss, da bleibt sie so ein bisschen, aber deswegen fehlt immer noch ein bisschen. So Leute, ich muss jetzt mal eine Runde chillen. Mein Fuß tut weh wie Sau, ich hoffe mal, ich krieg's heute noch hin. Es waren schon echt viel bessere Versuche dabei, man sieht es wahrscheinlich auf der GoPro gar nicht so. Aber es waren jetzt schon bessere dabei, da haben nur noch so 10, 8 cm gefehlt. Ich denke mir, der zweite Tag, da wird es wahrscheinlich schon ein bisschen einfacher gehen. Denn ich habe jetzt immer das Problem, ich hänge dran, aber ich kippe einfach nicht mehr nach hinten. Wenn ich so langsam vorsichtig nach hinten kippen würde, dann wird es gehen, aber so bisher nicht ganz. Ja, fühlt sich auch jedes Mal relativ gut an. Dafür kann ich jetzt No-Hander. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Den habe ich gemerkt am Finger. Echt? Ja. Hat man den gesehen? Ja. Den habe ich da gemerkt. Mein Mittelfinger. Ja, den Mittelfinger habe ich noch gemerkt, ja. So ganz leicht, so richtig süßen. Habe ich rausgeballert. Aber ja, Handscrape ist Handscrape, ne? Ja. Aber jetzt, ich fühle mich jetzt auch relativ sicher, wenn ich so bin. Ich muss halt noch allerdings weiter so, weil ich auch immer noch so oder so. Das muss ich auch noch ein wenig drücken. Ja, du hast jetzt nichts mehr gemacht. So Leute, geschafft ist es. Ich stelle mich jetzt nur noch ein bisschen an. Ich werde jetzt die anderen noch ein paar Mal filmen, was die so machen. Und dann soll es mit dem Video auch schon wieder gewesen sein. Machen wir noch ein paar Bilder. Damit ich auch noch ein paar geile Bilder davon habe, vielleicht schaffe ich es nochmal, das wäre auf jeden Fall richtig cool. Yo! So Leute, an der Stelle nochmal ein kleiner Real Talk. Und zwar, wenn ihr euch was vorgenommen habt, dann übt es wirklich
so viel ihr könnt und so viel ihr Bock drauf habt. Ich habe mich wirklich richtig gefreut, dass ich die letzten paar sonnigen Tage jetzt nochmal so richtig genutzt habe und jetzt es endlich geschafft habe. Ich habe mir jetzt Anfang des Jahres immer gedacht, so, yo, Handscrapes wären richtig geil und Achten im Circle fahren, die ich aber schon hinbekommen habe. Und die Handscrapes sind einfach noch auf den letzten 2 Tagen geübt. Wirklich richtig geil und ich bin auch absolut happy darüber. Ich schneide jetzt gerade das Video einen Tag später und ich habe gestern wirklich so viel geübt, dass ich im rechten Arm so ein bisschen Muskelkater unterm habe und auch im ganzen Rücken, weil ich halt so oft rechts im Lenkeinschlag am Lenker gehangen war. Ja, dass ich halt wirklich halt Muskelkater davon bekommen habe. Und ihr müsst wissen, ich bin eigentlich echt viel gewöhnt, denn ich gehe locker 5, 6 Mal in der Woche ins Studio und ich bekomme eigentlich nie Muskelkater. Gebt euch diesen geilen Sonnenuntergang, Leute. Und das fast Ende Oktober. Richtig schön. Handscrapes, aber wir haben von einem Kollegen gehört, dass es vielleicht ganz cool sein soll, erstmal einhändig hinter dem Kipppunkt zu fahren. Das habe ich vorhin auch mal eine Zeit lang geübt, deswegen kann ich jetzt relativ guten Lenker einschlagen. Er hat jetzt die letzte Zeit gar nicht geübt, deswegen fehlt das noch ein bisschen mehr wie bei mir. Timo hier auch am Schleifen. Ja, das sieht auf jeden Fall richtig geil aus, aber zum Dings, zum Handscrape fehlt halt trotzdem noch eine ganze Ecke. Finde ich aber auch recht schwierig. Und ich freue mich echt wie Sau, dass ich es jetzt geschafft habe. Das Ding ist nur, ich hätte noch kein Foto davon. Aber Leute, ich habe es nur auf Kamera, das sieht man es leider nicht. Ein Foto davon habe ich noch nicht. Ich muss jetzt den Buffrider oder den Timo nochmal herhalten und dann machen wir da noch ein paar Fotos, besonders bei dem geilen Sande da im Hintergrund. Da muss man noch was machen. So Leute, da ist es. Da ist er. Auf Instagram habt ihr ihn schon gesehen. Da ist er, der Schleifer. Richtig geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal herzukommen. Einer der letzten schönen Tage. Die Sonne ist jetzt schon untergegangen. Die anderen zwei wielen hier gerade noch eine Runde. Ich mache noch ein paar Fotos und dann ist es dunkel. Dann ist der Tag vorbei. Komm, Schleife! Ja! Buffrider auch noch am Start hier. Ja! Richtig geile Show jetzt am Schluss. Ja Leute, in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Endlich habe ich es geschafft, mein Fuß tut weh wie Sau. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.